Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider Commentary. Muss ich natürlich immer dazu sagen, nicht wahr? Jetzt haben wir sind jetzt im neuen Grab, im nächsten Grab. Anhänger ebenso. Und es wird wieder spannend. Oh, hier ist kalt. Die ganze Zeit in einem scheiß Wasser rumhüpst. Oh. Krieg die Ketze. Bringst du die ganze Zeit im kalten Wasser rum? Ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Warum dir kalt ist. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Da ist nichts mehr. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Oh, er leuchtet. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Nein, die doch nicht. Und da ist der Prophet. Das war noch nicht die Sowjets. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Ich weiß nicht, welches es war. Ach, das war das. Wasser. Yay, wieder was zum Gucken. Möglich. Yay, yeah, ja. Yeah. Jetzt ganz schön abwärts. Verdammt. Da kommt mit Nordfels, kommt's nie mehr hoch. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz also eigenen da ja nicht Stil, aber dann. Die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Die ist verdammt gut, die Frau. Die würde ich ja gerne mal daten. Leck das muss ein Teil des Mechanismus sein. Los geht's. Oh. Ja. Die Klingen des Todes. Wo sieht's aus? Nicht mehr wie fahren. Weil wie Dreck da rumschwirrt. Shit. Aber hat sie echt Glück gehabt. Dass er nicht abgeschlachtet wird. Jetzt echt Glück gehabt. Warum musst du da das Ding drücken? Könntest du doch einfach durchtauchen. Ja, vielleicht geht dann das Tor nicht auf. Das könnte sein, dass die Tür nicht aufgeht. Aber die können ja nicht alles machen, dass das nur zum Sprengen ist. Das wäre ja auch bescheuert. Dann schießt du da, bist als der Typ, der das gebaut hat, dann gehst du davon aus, dass jedes Mal, wenn einer reingeht, muss er sich durchsprengen. Das ist super, dann bist du also gefühlt jede Woche am Neubasteln, weil jede Woche ein paar Leute reingehen und da rumsprengen, wie die Wilden. Dann kommst du ja vor, als. Jetzt wärst du bei Terroristen. IS Trainingscamp, so sieht es dann aus. Jeden Tag wird alles, was zerbombt worden ist, neu aufgebaut. Sicher schön. Ich frage mich, wie viel der Architekt dann verdient. Wenn jeden Tag sein Scheiß zerbombt wird. Und jeden Tag das Zeug neu gebaut werden muss. Hey, Mondschatten. Sieht cool aus, die Waffe. Von wem war die? Von wem ist die? Das Wasser erodiert alles. Mit dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay. Das ist die Waffe, das von dem. Darauf. Captain aus dem 2013er. Aus Tomb Raider 2013. Aus dieser Captain. Ja. Ja, mal sehen. Ja, das sieht geil aus. Ich weiß nicht. Vielleicht sind es die Waffen von dem alten Zipfel. Aber auch nicht. Yeah, ja. Es war klar, dass es einstürzt. Weil das ja auch kein Brett auf den Kopf fällt. Dunk. Diese Tür. Das ist ja relativ normal gewesen, aber hey.
would be too easy. Oder too difficult, das kann auch sein. Wenn sie dann ohnmächtig geschlagen wird, und dann hat sie automatisch verloren. Don't you say. Ich dachte, die hält Schwefelsäure zurück. Eieiei. Du bist ja klug. Du bist ja klug, Mädel. Dunk. So, nicht Pistole. Blöd. Hat sie gerade eine Katze gemacht? Ich hab geachtet. Ja, weiß aber noch nicht. Hä? So unbekannt vor. Ja, Abschnitt. Nee. Ah doch, da war ich. Ganz Wasser her. Ah. So ein Shit. Ja, jetzt gehen wir mit dem Wasser und. Drop it. Drop it on the floor. Ja, und jetzt? Bro, was machst du jetzt? Stehst du doof da? Schwimmst du dich gegen wie so ein Depp? Wie so ein Depp? Na, geht's da hoch? Warum ja nicht? Ja, Flo, jetzt stehst du doof da. Überleg. Überleg. Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Ja, geht da lang, es geht schneller. Ist ja gleich wieder im Raum drin und nicht wieder im Umweg. So, nein, da bist du gerade nicht reingekommen, Freund. Nein, da musst du auch nicht lang. Genau. Ja. Den kann ich leider nicht bewegen, das dachte ich ja eigentlich. Den bewegen kann, aber. Nein. Ich würde es ja gerne gezogen. Aber das Spiel ist anders als ich es mir ausmal. Sehr gut, sehr gut. Sonst wäre es ja langweilig. Und klar. Sonst würden wir uns ja alle zu Tode langweilen. So, Flo. Ich hab das Shit. Ja, Gott sei Dank ist da die Stufe. Aber. Ah, da habe ich schon begriffen gehabt. Da hatte ich schon begriffen gehabt. Ja, schnell, ja, throw it, the shit. Ah. Blup. Genius Flow. Genius Flow. Ah, fuck. You're so smart. Fuck. Mensch, Flo. Also manchmal hast du ein Hirn wie eine Erbse. Manchmal. Er ist schon fast grenzwertig. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können. Los, komm zurück. Los, komm zurück. Kampf los. Los, los, du bist frei. Los, komm. Blup. Bam. Aber jetzt geht das Floß nicht wieder zur Seite. Ja. Jo. Ja, dieses Messerding ist da. Turbine. Lass mich eine Turbine. Aber immer fehlen da oben ein paar Zacken. Jedes Mal. Das ist schon. Vielleicht ist es kürzer, aber warum? Dass wir durchfallen können oder was? Mit Absicht durchfallen. Blup. Jetzt hab ich ihn zerschlagen. Token. Ha. Token. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gegend so zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess wenigstens da gibt's Zeug. Und es ist noch explosiv. Dokumente. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Und sogar Dokumente. Nice. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf.
Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Möglich. Ich will es ihm trotzdem nicht vorenthalten. Er wird es euch anrechnen, wenn ihr es ihm sagt. Glaube ich zumindest. Also, hey, wir können es ja verschönern. Sagt ihr, hey, deine Frau und dein Kind sind leider beim Koten gestorben. Es tut mir leid. I'm so sorry. Sie haben leider einen Darmverschluss gehabt. So was in etwa. Fluss. Aber dass sie eben sagt, ja, die kommen morgen. Du hast schon vor einem Monat gesagt. Ja, die kommen morgen. Passt schon, die kommen morgen. Ich rechne voll mit denen. Ja. Ja, dieses Fluss. Also manchmal zieht die Lara so Schlüsse, wo ich mir denke, das ist so obvious. So obvious, dass... Naja, sie ist halt Lara. Nicht, dass Lara dumm ist, aber sie ist manchmal schwer vom Begriff. Und jetzt wieder das Wasser anmachen. So, oder so. Wenn du die Zeit hast. Yay, und Papers und Schwammerl. Schwammerl für alle. Nice. Wer ist der Schwungflo? Der ist so gut im Springen. Ja, hat geklappt. So. Ach, und jetzt bleibt das Ding eigentlich fast, oder was? Schnell. Ja! Yeah. Oh, did it. We did it. Ja, die sind schon echt verzweifelt, dass du alles zersprengen musst. Und dass die Holzplatten, die Holzblöcke halten das aus, aber die Tür nicht. Ah doch. Ach, die Bretter halten so aus und die Platte nicht. Die Tür nicht. So. I did it! I did it my way. Gut. Eine Box. Das ist ein altes Manuskript. Raxarino. Die Gaben der Erde. Ja, ich hab's. Cool. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was das war für ein Skill. Ein Super Skill. Bin gespannt. Ja, komm, der ist schön. Ah, ich sehe Tiere. Irgendwann werden auf der Karte angezeigt. Ja, dann. Das ist fast dasselbe. Grab abgeschlossen. Alte Zisterne. Ja, jetzt kann ich mir einen Funkturm da annehmen. Ein Hecht. Muss ich nachher wieder üben. Huhu. Und diese Absprungstellen waren. Für das Ding. Ja. Das Wasser kriegst du aber echt schlecht wieder raus. Einmal geflutet, kannst du ja schlecht sagen, ja, jetzt lass ich das Wasser einfach raus. Das brauchen wir nicht, das lasse ich raus. Ja, das lasse ich jetzt raus. Und dann habe ich meine Ruhe. Nicht wahr? Ja, da bin ich gerade, Flo. Cause you're a genius. Yes. Teleporting. So Leute, das war's mit der Folge. Würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste wieder einschalten würdet. Und bis dann. Servus, ciao. Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider.
Commentary. Das kann nur ein bisschen so dauern, Freunde. Ein bisschen wird es noch dauern. Dann habt ihr mich wieder in dem normalen Let's Play-Style. Nicht mehr wie Flo muss verzweifelt Commentaries machen. Flo kommentiert Let's Plays. Well, es könnte fast schon ein extra Format werden. Die Frage ist nur, ist es auch gut oder nicht? Wer weiß, wer weiß. Das werden wir niemals herausfinden. Ach da, wo kann ich dann balancieren oder was? Stirb, du Viech. Oh, scheiß Viech. Fuck you. Ich hasse es, wenn die Viecher mir jedes Mal entkommen. Ich bin so tief auf dem Keks. Dieses Wolfsgeheule wieder. Los, bleib stehen, bleib stehen. Dumme Scheißviech. Muss das sein? Ja, da komm in die Ruhe. Muss Flo wieder verzweifelt nach so einem Scheißding suchen. Nach so einer Kack-Stelle, wo ich hochkomme. Wenn ich darüber springen will, komme ich nur an das Scheißseil. Nö. Da kann ich nicht springen. Oh. Malaka. Also manchmal ist es so kacke. Und wo sollen die scheiß Wölfe sein? Ich könnte ja die ganze Zeit winseln und kläffen und so weiter, aber sonst. Ich höre sie nie. Ich sehe sie nicht. Voll zum Kotzen. Yay, nein, bringt mir nichts. Hey, ging da gerade eben was? Ja, ich kann jetzt natürlich nicht das umgucken. Haha, geil. Wow. Ich hasse es. Bin kein Commentary-Fan, stelle ich gerade fest. Warum? Weil ich kann mich weiter im Spiel nicht umgucken. Ich spiele ja gerade nicht. Haha, wow. Gott sei Dank habe ich das Problem jetzt für die Zukunft gelöst. Hoffentlich wurde es ja gelöst. Sonst krieg ich es brechen. Dann sterbe ich einfach nur vor Hass. Vor lauter Hass. Sehr schlimm. Juhu, hoch geht's. So, den letzten Funkmasten zerlegen und dann eine Ruhe. Aber dass man die da angeblich hören kann. Ich will die Federn haben. Kehren Sie zu dem Hanswurst zurück. Ich will nicht. Na, egal. Ich wollte da eigentlich die Federn haben. Aber immer noch. Scheiß Wölfe da. Drecksviecher. Das sind mistigen Drecksviecher. Das sind wie Tauben. Wir müssen einfach nur weghauen. Wegschnipsen. Drecksviecher. Mistigen, mülligen Drecksviecher. Ich weiß ja nicht, ob jemand Wölfe mag von euch. Aber ich hasse sie. Die einzigen Wölfe, die ich cool finde, okay, wegen Game of Thrones, sind die Direwolves. Ich glaube, die kann man aber nicht wirklich als Wolf bezeichnen. Das sind ja nur Verwandte vom Wolf. Das sind ja keine direkten Wölfe. Wir waren Narren. Direwolves sind, glaube ich, auch größer. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Sind sie das? Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. So selten. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Ich bin bereit. So. Habe ich nicht vergessen. Sollte ich mir jetzt dann für die Zukunft merken, wenn ich das jetzt nicht mache, soll ich da definitiv wieder hingehen. Definitiv. Ja. Gut. Drecksviech.
Ah, du liefst immer noch. Hätte den Kopfschuss gegeben. Mensch. Den Viech einen scheiß Headshot gegeben. Sollte eigentlich tot sein. Außer hat einen dicken Schädel. Eigentlich. Ja, da fehlt ja was. Fehlen die Muggis. Die Muggis fehlen dir. Sie ist geschafft. Mädel. Sie Sender zerstört. Die Repeater sind offline. Du springst da rum wie so ein Äffchen. Aber wenn sie mit uns kämpfen, können sie das hier benutzen. Mensch, Mensch, Mensch. Nein. Nein. Ich hab sie verstärkt. Dankeschön. Du bist cool. Nein, nicht wirklich. Jetzt kann ich ja nicht die Kiste öffnen. Jetzt kann ich den Schrank da in dem anderen Gebäude öffnen, wo ich da stand. Ich kann dann zurückreisen zu der einen Tür und die kann ich noch aufsperren. Halleluja. Und eine Episode. Wow. Das escalated quickly. Hier ist nichts mehr zum Aufmachen. No, Schrank. Mein Haus war der Schrank, Freundchen. Du Zukunftsfloh, du. Du verrückter. Verrücktes Huhn. Junge, du verrücktes Huhn. Mach's kaputt, Junge. Ja, da kommst du nicht hin. Du, da hast du schon. Du hast schon jeden Shit. Ja. Ja, ja. Der Flo. Achso, du gehst jetzt da zum Sowjet. Okay. Ich geh jetzt zum Sowjet-Dingens da. Aber. Wenigstens habe ich es versucht. Drecksviecher. Oh, wie ein Reh. Was ich ausnehmen kann. Yummy. Oh, bin voll, oder? Glaub schon. Ich glaube, ich bin voll. Oh. Oh shit. Fuck you. Ich bin getroffen. Schweinebacken. Oh, schnelle Genesung. Ach. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Erfolge auch angezeigt werden. Weil früher war es nicht so. Ich glaube, wenn ein Freund online geht, dann wird der mir auch angezeigt. Da hab ich jetzt auch nicht drauf geachtet, was vielleicht passieren könnte. Egal. Trotzdem. Finde ich eine nette Sache. Früher habe ich das ja über die App gemacht. Da wurde es dann. Über den Task selbst. Da wurde dann sowas nicht angezeigt. Aber jetzt nehme ich nur das Bild auf. Und das Fenster. Deswegen ist dann auch das. Der Erfolg mit dabei. Die Erfolge werden angezeigt und wenn Freunde online sind und online kommen oder wenn mich einer anschreibt und so weiter und so fort. Ja, das mag ich eigentlich nicht, aber ja, diesmal ist in Ordnung. Gute, wunderbare. Ja. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Ich dachte, da wären tonnenweise Typen unten, die mich gleich alle abknallen wollen. Das ist keine Sau. No one. Keine Sau ist da. Das Einzige, was da ist, ist die. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Einzige, was ich hier brauche, ist hier das mit dem Seil noch zum mehr Dingens Propaganda. Da. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Und der. Ja, und den Obelisken. Den kann ich aber, glaube ich, noch nicht lesen. Na doch. Wow. Don't you say. Ah, Missverstecke, cool. Gegen Kälte stimmt schon mal. Aber gegen Hunger? Ja, wenn du was verdienst, wenn du Geld verdienst, ja dann schon. Da können wir miteinander reden. Da können wir drüber reden, aber mehr auch nicht. Ja, da sind ja nicht, kenne ich auch noch. Noch nicht, noch nicht. Arbeite bald. Aber Vorsicht. Ist cool, man.
Skyvia. Erfolge reinholen. Und so weiter. Die zweite Stufe schon. Was habe ich da genommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Leicht fallen. Für nächste Giftfrage freisetzen. Das ist so ein totaler Schwachsinn. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich hätte irgendwelche Typen, die ich umbringe, stopf die mit Giftgas voll, mit Schwammal voll. Ja, sieht man. Ich glaube, das Fenster zum Spiel gehört. Macht Sinn, ja. Ich glaube, das gehört zum Spiel. Ich glaube, das wird zur Katze auch noch dazu. Das bringt mir nicht alles viel. Das ist kopflos. Kopfschuss, das wird mir eher was bringen. Oder hier, wenn ich mehr herstellen kann. Nicht mehr rausbekommen. Das ist geile Sache. Aber hier Kopfschuss, den Ball. Kopfschüsse will ich ja eh durchgehend machen. Und warum soll ich dann was anderes machen, was mir nichts bringt? Überhaupt nichts bringt. Das wäre totaler Schwachsinn. Hier sind 4 Herausforderungen. Ich habe eine geschafft. Nicht mal eine geschafft. Eieiei. Ja, ich bin auch noch nicht mal durch. Mit dem Abschnitt. Mit dem Abschnitt bin ich auch nicht mal annähernd fertig. Stimmt ja. Dead Right. So. Dann sehen wir Hansel wieder runter, oder? Ach. Dachst du hier wieder rum wie so ein wilder Affe? Ah, nur zu den Münzen, deswegen. Yay, Münzi. Jede Menge Münzis, yay. Ach, beim Puma sind auch Münzen. Nein! Fuck this shit. Ja, glitchy. Finden sie richtig gegen glitschen. Sowas erwische immer nur ich. Durch da lang springen, wo die ganzen. Dass ich da lang springen, wo es voll scheiße ist. Und es ist da oben. Kann ich noch? Leere ich mich? Klang so, als würdest du dann nagen. So. Wood. I like wood. Oder von den Wölfen. Oder habe ich die noch nicht fertig gemacht? I don't know. Stimmt, die habe ich noch nicht platt gemacht. Deswegen habe ich da das Wolfsgeheule. Ich hab die Ratten. Da, Bitch. Oh, seid ihr tot? Sorry. Hashtag sorry, not sorry. Ein bisschen nach aus. Njam njam. Leather. Finest Leather. Gefeile. Und. Nehmen wir gleich noch die. Münzen. Bin voll. Unten sind immer noch Wölfe wahrscheinlich. Deswegen bin ich immer noch nicht gegangen. Ich kann eigentlich in die Höhle reingehen. Viecher abschlachten. Ja. So. Oh, da. Wetter. Federn. Und eine Kletterwand. Noch eine Kletterwand. Halt. Yay. Schwammal. Schwammal. Jetzt kann ich runtergehen. Zum Wölfen. Dann habe ich auch die erste Quest, glaube ich, fertig. 5 Höhlen durchgemacht. Weiß nicht. Sicher gleich. Ach ja? Einmal 4 von 5. Scheiße. Das sind ja schon 5 von 5. Kacke. Oh fuck. Also. Überhaupt nicht bemerkt. Giftpfeil. Fuck. Ich dachte, ich habe das überall auf dem Boden. Oh, fuck you. Wenn hier nicht der Wolf auf Wall Street, den einfach anfallen kannst. Drecksau. Schweinebacke. Und totes Rehkitz. Wenigstens geh meinen Pfeil zurück. Give my arrow back. Give it back to me, bitch. Give it back. So, Leute, das war's mit der Folge. Würde mich jetzt freuen, wenn ihr das nächste Video einschalten würdet. Und bis dann.